Der rote Teppich ist ausgerollt für die Spielvereinigung Unterhaching vor knapp 1400 Zuschauern, aber es steht noch eine gelb-schwarze Hürde im Weg. Durch den Last-Minute-Patzer der Würzburger können die Hachinger unter den Augen von Verbandsspielleiter Josef Janker heute mit einem Sieg am Hutgarten den Titel bereits vorzeitig eintüten. Allerdings hat da die DJK Filzing gewaltig was dagegen, denn die Oberpfälzer brauchen selbst noch dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Von Beginn an übernahmen aber, wie erwartet, die rot gekleideten Gäste von Trainer Sandro Wagner das Zepter und kamen einem Freistoß zur ersten richtig guten Gelegenheit. Der Ball von Patrick Hopsch, halb Schuss, halb Vorlage, kullert knapp am langen Eck vorbei. Filzing unterstrich aber auch recht schnell, dass sie durchaus gewillt waren, in die Meistersuppe zu spucken. Erster allerdings noch harmloser Abschluss von Goalgetter Andreas Jünger. Dem vielversprechenden Auftakt folgte dann allerdings eine lange Leerlaufphase. Haching allerdings bekannt dafür, aus dem Nichts zuzuschlagen. 25. Minute, Matthias Fetsch will querlegen auf Hopsch, aber geklärt, da wäre mehr drin gewesen. Etwas Aufregung dann in der 30. Minute, ein Filzinger verletzt am Boden. Die Hausherren spielen den Ball aber selbst nicht raus und laufen dann in einen Konter. Manuel Stiefler trifft jedoch die Kugel nicht richtig und Hopsch kommt nicht mehr ran. Aufregung also umsonst. Auf der Gegenseite dann auch mal wieder ein kleines Lebenszeichen der Oberpfälzer durch Tobias Hoch. Wirkliche Torgefahr suchte man nach wie vor allerdings vergebens im Manfred-Zollner-Stadion. Vielleicht jetzt mal. Freistoß für die DOK zunächst abgewehrt. Zweiter Ball bei Franz Wendel, der allerdings deutlich drüber zieht. Alles in allem noch keine meisterwürdige Vorstellung des souveränen Tabellenführers im ersten Abschnitt. Zur Erinnerung, sie mussten ja gewinnen. Auch der zweite Durchgang begann schleppend, dann allerdings die 54. Minute. Eine Ecke der Gäste wird abgewehrt, aber dann schlägt Markus Schwabel einen weiten, hohen Ball in den Strafraum. Und zwar genau auf den Kopf von Matthias Fetsch, dessen Bogenlampe senkt sich rein. Stand jetzt Haching also Meister der Regionalliga Bayern. Noch war aber genügend Zeit für Filzing. Tobias Kordek hier über links, Reingabe auf Jünger, der die kurze Ecke nur knapp verfehlt. Die Spielvereinigung suchte jetzt aber die Vorentscheidung. Weiter Ball von René Vollert, per Kopf verlängert auf den frisch eingewechselten Sebastian Mayer, der wird im letzten Moment noch geblockt. In der 61. Minute wieder die Münchner Vorstädter. Hopp schlägt ab auf Ansbach, der locker Mario Kufner umkurft und dann ebenso locker einschiebt. Jetzt stand die Tür zum Titel sperrangelweit offen. Vor allem, weil nun fast jeder hohe Ball in die Spitze gefährlich wurde. Hopp springt hier die Kugel nach 69 Minuten, allerdings nicht an Max Putz vorbei. Auf der anderen Seite schien den Oberpfälzern, obwohl sie diese Saison ja schon oft Rückstände noch aufgeholt hatten, der letzte Glaube in dieser Partie zu fehlen. Alles in allem war Haching in der Schlussphase sogar deutlich näher am Dritten als die Gastgeber am Anschluss. Mega Chance, dann in der 90. Minute nach einem an ihm selbst verschuldeten Strafstoß für Hopsch auf seinen 26. Saisontreffer. Er bolzt die Kugel aber drüber. Egal, gleich danach war Schluss. Um 15.52 Uhr war der Meistertitel eingetütet. Aber ich glaube, das war ein souveräner Sieg von uns. Wir hätten erste Halbzeit, glaube ich, nach 2 Minuten schon das Tor machen können müssen. Von dem her sind wir sehr zufrieden. Heute war im Mittelpunkt einfach das Spiel zu gewinnen, die 3 Punkte zu holen und damit erstmal einen großen Schritt zu machen, unser Ziel zu erreichen. Unser Ziel war, vor über einem Jahr Meister zu werden dieses Jahr und da sind wir jetzt überglücklich, dass wir das geschafft haben. Ich denke, wir haben wirklich eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, haben defensiv eigentlich fast gar nichts zugelassen und die eine oder andere wirklich gute Chance gehabt. Zweite Halbzeit war ein ähnliches Bild. Bis zum 1:0 haben wir Standard wiederum nicht gut verteidigt, haben wir den zweiten Ball nicht bekommen, sind wir zu langsam rausgerückt. Dann hat Unterhaching natürlich im Stile einer Spitzenmannschaft das 1:0 gemacht, gleich den Doppelschlag nachgelegt und dann war es natürlich schwierig. Dann natürlich ein verdienter Sieg. Wenn Filzing damit weiter richtig zittern muss, ist es ein absolut verdienter Titel für die Hachinger, die mit sehr viel Konstanz durch die Saison marschiert sind und sich vor allem in der Rückrunde mit 40 Punkten aus 16 Partien deutlich von der Konkurrenz absetzen konnten. Wir waren zweimal relativ abgebrüht vor der Hütte und sind, glaube ich, alles in allem am Ende völlig verdient auch Meister geworden. Wenn man den Abstand zu Würzburg auch sieht, wenn man sieht, wie wir über das Jahr gearbeitet haben, Trainerteam, Staff, ganze Mannschaft, wirklich, dann glaube ich, kann ich nur Kompliment an die ganzen Jungs und alle drumherum aussprechen, völlig verdient Meister worden. Ich möchte der Spielvereinigung Unterhaching sehr, sehr herzlich zum Titel der Regionalliga Bayern gratulieren. Ich glaube, sie sind verdienter Meister geworden. Sie sind fast die ganze Saison am ersten Tabellenplatz
gestanden und haben heute wieder bewiesen, dass sie die beste Mannschaft der Regionalliga Bayern sind. Ganz herzlichen Glückwunsch also an die Spielvereinigung Unterhaching, die damit zum einen ein DFB-Pokalticket in der Tasche hat und zum anderen natürlich in zwei Relegationsspielen auf den Meister der Regionalliga Nordost trifft und da um den Aufstieg in die dritte Liga kämpft. Die offizielle Meisterehrung findet dann übrigens am 20. Mai im Rahmen des Heimspiels gegen den TSV Rheinstadt.